Er brachte mir bei, Programmschwachstellen zu finden und zu nutzen. Und ich brachte ihm bei, dasselbe ohne Computer zu tun. Menschen sind anfälliger als ihre Systeme. Wir waren ein starkes Team. Nach Linas Tod war ich mit ihm fertig. Ich verschwendete keine Gedanken mehr an ihn. Aber jetzt kommt er wieder zurück. Ich muss wissen, was im Merlot passiert ist. Okay. Also wir haben von Damon einen Tipp bekommen. Also der wohl irgendwie wieder mit uns zusammenarbeiten. Aber wir brauchen ihn nicht. Und es gibt anscheinend einen zweiten Hacker. Okay. Machen wir Verbrechensbekämpfung. Moment. Muss gerade was machen. Alles klar. Machen wir gerade mal. Und ja, zu spät. So, wir haben Skillpunkte, die wir versetzen können. Schauen wir gerade mal. Nochmal die Poller, die sind ja ganz cool. Die müsst jeder kennen aus sämtlichen Trailers. Weißt du, geil was. Ist ja überall dabei. Cool, Splittergranate. Auch nicht schlecht. Können wir die Feinde ein bisschen aus der Deckung rausholen oder so. Auf jeden Fall sehr praktisch. Online-Rennen gibt es anscheinend auch, aber also so, haben wir gerade mal geparkt und starten die Mission erinnern. Ja. Ah, das ist diese Lina, also seine Nichte, glaube ich was. Und hier startet die nächste Mission.
Weißt du, wer immer die Blumen bringt? Nein. Aber das Mädchen hat viele Freunde. Hatte. Hier geht's ums Loslassen. Ich weiß. Wir mussten alle durch diesen Albtraum, aber du musst aufhören, es wieder gut machen zu wollen. Aber das versuche ich doch gar nicht. Aiden, ich weiß, was du tust. Ich weiß, dass du die Leute jagst, die das getan haben. Wenn du nicht aufhörst, bringst du uns alle in Gefahr. Ihr seid nicht in Gefahr, weil ich euch beschütze. Hörst du, was du sagst? Aiden, warum hörst du nicht auf? Weil... ich es wissen muss. Du bist mein Bruder. Ich liebe dich. Aber Jackson ist meine Welt. Und ich würde dich auf der Stelle fallen lassen, bevor er verletzt wird. Versprich mir, dass du aufhörst. Du kannst Lena nicht retten. Ich habe sie getötet. Nein, hast du nicht. Du hast keine Schuld. Aber versprich, dass du aufhörst. Wir brauchen das. Als Familie. Versprochen. Vielleicht hat sie recht. Lena ist tot, das ist nicht zu ändern. Aber wie kann ich es nur vergessen? Du hast ein Problem. Ein Überlebender vom Stadion. Wenn der Typ redet, identifiziert er dich. Ein Überlebender? Wie ist das passiert? Er ist wohl nicht gestorben. Ganz ruhig. Ich habe einen Plan. Triff mich am Gorman Heights auf dem Dach. Fixer Auftrag, das machen wir gerade mal. Und was auch immer es ist, dass wir nicht immer nur die Story machen und so. Ein bisschen abwechseln vielleicht. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Wollt ihr mehr so Zeug oder weniger so Zeug? Mehr Story, weniger Story. Bla bla bla. Das entscheidet ihr. Ein paar Fixer brauchen eine Ablenkung. Ich locke die Cops raus und spiele den Köder. Klingt nach einem sauberen Job. Annie. Ich hab dich in deinem Schrank. Ja, ich bin Verzeihung. Okay.
Hier müssen wir anscheinend auf Zeit fahren. Ich glaube, so ein fixer Auftrag müsste jedes Mal so sein. Zum Beispiel hat man ja auch als Mission mal, wo man bei den Cops vorbeischleichen muss. Und manchmal muss man anscheinend einfach auf Zeit irgendwo am Ziel sein, denke ich mal. Ich bin also auf Fahrmission. Ich hoffe, da kann man gerade ausfahren. Und ein paar Leute mitnehmen. Okay. Alles klar. Sehr cool. Also ziemlich unauffällig, wie wir hier rumfahren. Auf jeden Fall. Das ist klasse. Gott. Also mir ist gleich von Anfang an aufgefallen, bei Watch, das ist die die Lenkung ein bisschen, ich weiß nicht, was ist das? Was ist denn? Ein bisschen komisch auf jeden Fall. Gewöhnungsbedürftig. Wenn man zum Beispiel irgendwie von GTA oder so, da ist das für mich viel besser. Kommt doch Polizei, ey. Super. Sehr geil. Das ist weh, ey. Verdammt, wird das knapp. Sofort anhalten! Das ist ein Befehl! An alle Einheiten! Genehmigt und unterwegs! Zentrale, wir müssen ans CTOS! Ich klopfe mal an! Southbound Train. Passiert. Ah, okay, so kann man sich ein bisschen Kohle dazu verdienen anscheinend. Und Fortschrittsbelohnung, was ist das nochmal? Ah, so, okay. Da kann man... Nebenmission, okay. Ah, da kriegt man ein paar Dinge extra anscheinend. Zum Beispiel irgendwelche Waffen sogar. Fette Waffen oder Autos oder ja, noch mehr Waffen und irgendwie so ein paar Skillpunkte anscheinend. Finde ich ganz cool gemacht eigentlich. Also lohnt sich anscheinend doch aus, ein paar Nebenmissionen zu machen. Spulen noch abschütteln. Wir können auf einem Parkplatz sein. An alle, Verdächtiger noch in der Nähe. Ich hab ihn verloren, das war's für heute. Ist doch nicht unmöglich. Alles klar.